Hallo ihr Lieben, Vicky hier von 1000 Things. Bei sibirischen Temperaturen haben wir uns heute mal aus dem Büro rausgeschlichen und sind Eisfischen gegangen. Profi-Angler Bernhard Berger hat uns nämlich mitgenommen auf den Ottensteiner Stausee und zeigt uns, dass man sich auch im Winter das eine oder andere angeln kann. Jetzt wird mir was passieren, dass man einbricht irgendwo am Rand. Passiert normalerweise nicht, also sollte nicht passieren. Dann kann man das auseinanderziehen und man kann sich dann am Eis festhalten, bis halt irgendwo Hilfe kommt. Dass man einen größeren Stein nimmt und einmal im hohen Bogen aufs Eis wirft, wenn das Eis nicht so dick und so tragfähig ist. Das ist dann eher so zu dumpf. Schauen wir mal, ob wir Fisch fangen. Die Maden, die muss ich mir immer einstecken, weil umso wärmer sie haben, umso aktiver sind sie. So, da haben wir jetzt wirklich Chancen auf Weißfische, also Praxen, Güstern, Rotaugen. Weißfischen ist mir das schon sehr oft passiert, dass gerade wenn ein Loch gebohrt worden ist, dass die Fische wirklich sehr, sehr schnell kommen, weil halt einfach irgendwas passiert. Es ist generell neugierig und schaut einmal, was da los ist. Ja. Jetzt ist er da. Das ist jetzt eine Wachse, das ist ein Weißfisch. Gibt gar nicht so weit von da. Das ist die Fürngranzmühle. Ja, das ist, es gibt ein paar so alte Mühlen, alte Gebäude. Das ist richtig, aber ganze Stadt nicht.